Jetzt ist es Zeit, mal wieder über unseren Tellerrand hinauszuschauen und mal zu unseren europäischen Nachbarn zu blicken. Denn man kann ja immer eine ganze Menge lernen von den anderen und gerade eben auch von unseren Nachbarn aus dem Ausland. Aber da schaut man eben normalerweise immer direkt mal in den Norden, zum Beispiel nach Dänemark. Das sind ja immer die Vorreiter in Sachen Digitalisierung. Aber es lohnt sich eben auch der Blick in die Schweiz, genauer gesagt nach Zürich. Stefan Papst ist Projektleiter Smart City Zürich und er wird uns jetzt mal ein bisschen was über die Schweizer Strategie erzählen. Schön, dass Sie bei uns sind. Sie nicht nur gen Norden schauen, sondern auch den Blick nach Süden wagen. Selbstverständlich. Ich freue mich sehr, in den nächsten 15 Minuten Smart City Zürich vorstellen zu dürfen. Bereits im vergangenen Jahr konnten wir uns hier präsentieren. Smart City Zürich als Strategie und auch als Umsetzungsteam gibt es mittlerweile seit fast 2 Jahren. Wir sind im Präsidialdepartement der Stadtverwaltung angesiedelt, also bei der Stadtpräsidentin, der Bürgermeisterin, und können jetzt nach den knapp 2 Jahren auch entsprechend auch auf Learnings schauen, auf Themen, die wir in der Strategie antizipiert haben und entsprechend nun wissen, wie richtig wir damit lagen. Um noch mal ein bisschen eine Idee zu geben, was Smart City Zürich ausmacht und wie es sich vielleicht auch von ein paar anderen Interpretationen unterscheidet, lohnt doch noch mal ein Blick auf die Pandemie, glaube ich. Denn wenn wir haben sehr viel gelernt, das wissen wir alle, aber ein Aspekt scheint mir besonders wichtig. Wir haben gelernt, dass es einen unheimlich hohen Vernetzungsgrad gibt von einzelnen Bausteinen, die unsere Gesellschaft zusammenhalten. Und diese Vernetzung ist hochgradig fragil. Und es sind Abhängigkeiten in den letzten Jahren entstanden, auf technologischer Ebene, auf ökonomischer Ebene, aber auch auf gesellschaftlicher Ebene, die wir einerseits in der Politik, andererseits in der Verwaltung und natürlich im Privatleben im Griff haben müssen. Und diese Erfahrung übertragen auf Smart City Zürich heißt ganz konkret, und die Stadtverwaltung ist ein komplexes System, wir brauchen einen proaktiven Umgang mit diesem komplexen System. Wir wissen alle, wie oft es frustrierend ist, in diesen Systemen Innovation zu fördern, neue Themen zu etablieren. Und Smart City wurde als Gefäß, als Ort installiert, als Strategie, um genau diesen Umgang etwas zu erleichtern und auch natürlich einen Aspekt dabei etwas schneller zu machen. Das heißt, als Definition, wenn man das so sagen möchte, Smart City Zürich schafft eben genau diese Angebote und Gefäße, damit die Stadt auf diese komplexen Herausforderungen auch entsprechend reagieren kann. Also wenn wir über den demografischen Wandel sprechen, wenn wir über Klimaschutz reden und so weiter. Und damit man das schafft, geht es bei uns vor allem darum, eben Menschen, Organisationen und Infrastruktur zu vernetzen. Und ich möchte das an dieser Stelle betonen, Smart City Zürich heißt vor allem, die Stadtverwaltung zu innovieren. Also unser Smart City-Verständnis bezieht sich in einem ersten Schritt auf die Verwaltung selbst. Eine smarte Stadt ist für Zürich in einem ersten Schritt eine smarte Verwaltung. Selbstverständlich gibt es auch diese anderen Dimensionen rund um digitale Themen und Partizipation, aber das ist der Kern von Smart City Zürich, Innovation in der Stadtverwaltung zu erleichtern, zu ermöglichen und das zu verknüpfen mit einem Kulturwandel, also dass dieses Selbstverständnis sich auch dahingehend verändert, dass Menschen, die möchten und können, sich in diesen Wandlungsprozess kontinuierlich eingeben können. Dafür gibt es 2 Pfeiler. Der eine ist auch vom Stadtrat jeweils definiert. Das sind sogenannte strategische Schwerpunkte für die ganze Stadt, wo einzelne Strategieschwerpunkte auf Smart City einzahlen. Die aktuellen sehen Sie hier. Es geht um Zukunftsformen der integrierten öffentlichen Mobilität erlebbar machen. Es geht um Digitalisierung und es geht um smarte Partizipation. Im engeren Kern Smart City, und das sind auch die Themen, die uns langfristig begleiten, geht es um die eben beschriebene proaktive Förderung von Innovation und Digitalisierung in der Stadtverwaltung und dabei den Fokus auf Methoden und Kulturwandel zu legen, damit das Ganze auch ohne dieses Team am Ende funktioniert. Da stehen uns 4 Instrumente zur Verfügung, das Smart City Lab, eine Stadtbox, ein Innovationskredit und ein Innovation Fellowship Programm, wo ich gerne im Folgenden dann noch etwas genauer darauf eingehe, was es ist. Aus diesen Strategieschwerpunkten sind diverse Projekte entstanden, hier nur kurz angeschnitten. PickMe ist ein
Personenbeförderungssystem, wo auf Abruf funktioniert, in einzelnen Stadtteilen, in einzelnen Quartieren, wo die Bussysteme in der Nacht nicht mehr fahren. Da gibt es jetzt die Möglichkeit, sich entsprechend auch individuell abholen zu lassen und individualisierte Routen mit dem ÖV-Ticket befahren. Die digitale Stadt als Strategieschwerpunkt wird vor allem durch mein Konto repräsentiert. Das ist der zentrale Login für die Stadtverwaltung Zürich, um Behördengeschäfte abzuwickeln. Und im Bereich smarter Partizipation hatten wir im vergangenen Jahr eine Quartieridee lanciert. Wenn ich recht informiert bin, wurde auch in Berlin kürzlich ein partizipatives Budget beschlossen. Wir haben das mittlerweile auch auf Stadtfläche ausgedehnt. Aktuell können die Zürcherinnen und Zürcher über die Stadtidee abstimmen. Wir haben 136 Ideen, die eingereicht wurden, und da können Menschen entscheiden, mit welchen Projekten, die mit bis zu 10.000 Franken gefördert werden, ihre Quartiere verändert werden sollen. Der zweite Pfeiler, den ich angeschnitten habe, sind die Innovationsinstrumente. Das Smart City Lab, das ist tatsächlich ein Ort in einem Entwicklungsgebiet in Zürich Altstätten, in den Werkstätten der SBB, der Schweizer Bahnen, wo wir einen Ort haben, an dem Veranstaltungen stattfinden, Design Sprints durchgeführt werden, wo wirklich Mitarbeiterinnen aus der Stadtverwaltung ihre Ideen erarbeiten können. Aktuell in der vergangenen Woche das letzte Projekt, da ging es um die Neugestaltung eines Ein- und Austrittsprozesses in Pflegezentren. Das ist völlig variabel. Da können absolut alle Themen, die mit bisschen Risiko verknüpft sind und einen Neuartigkeitswert haben, können dort in verschiedenen Formaten unterstützt, moderiert, bearbeitet werden. Das zweite oben rechts ist der Innovationskredit. Zweimal pro Jahr können Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung ein Projekt vorschlagen und sich da mit bis zu 150.000 Franken fördern lassen. Das wird durch ein Gremium entschieden, welche Themen dort am Ende gewählt werden. Das ist ein fortlaufendes Gefäß, was, wie gesagt, jedes Jahr zweimal durchgeführt wird. Die Stadtbox ist eine Innovation Box, wie man sie vielleicht von der Adobe Kickbox kennt. Dort sind einerseits Methoden hinterlegt und andererseits wird aber auch eine professionelle Begleitung in einem eigenen Innovationsprojekt samt der nötigen Zeit für die Mitarbeiterinnen zur Verfügung gestellt. Und das vierte ist ein Innovation Fellowship Programm. Da werden für einen begrenzten Zeitraum, in der Regel ist es ein Jahr, externe Experten zu Innovationsthemen in Teams geholt. Da hatten wir bereits eine Person, die sich um selbstorganisiertes Lernen bei der Fachhochschule für Rettungsberufe engagiert. Wir haben aktuell einen Datenfellow, der sich mit Mikromobilität beschäftigt, und der nächste wird sich im Krankenhausumfeld engagieren. Das sind so die Gefäße, die wir fortlaufend bespielen und wo wir vielleicht als kurzes Learning gemerkt haben, mittlerweile gibt es sehr, sehr viele Angebote, auch in den Dienstabteilungen selbst, wo so innovative Projekte unterstützt, gefördert und gesucht werden. Das heißt, es herrscht aktuell gar kein Mangel mehr an diesen Gefäßen. Vielmehr ist es unsere Aufgabe geworden, diese Projekte zu suchen. Und aktuell steht die Vernetzung mit Unternehmen und Hochschulen stark im Fokus, weil dort natürlich auch Ideen sind, die in die Stadtverwaltung gebracht werden möchten. Und dort erleben wir gerade auch die spannendsten Projekte, die effektiv auf die Straße kommen. Ich möchte noch zwei Themen anschneiden, weil das, was ich Ihnen gerade beschrieben habe, ist der Kern von Smart City, wie so die Wirbelsäule, aber wir sind auch insofern frei, dass wir eigene Projekte anzetteln können und damit unseren Smart City, unsere Lesart etablieren können. Ein Projekt, was gerade durchgelaufen ist als Prototyp, nennt sich digitale Transparenz im öffentlichen Raum. Die Grundlage des Projektes ist die Erkenntnis natürlich, dass Sensoren und die von ihnen produzierten Daten im öffentlichen Raum ein Rückgrat, oder ich würde es eher als ein Rückgrat der Smart City sind, wenn man im Sinne einer vernetzten Stadt davon spricht. Und es geht natürlich darum, dass die Bürgerinnen ein Vertrauen haben müssen in den souveränen Umgang von der Stadtverwaltung mit diesen Daten. Und da haben wir uns natürlich die Frage gestellt, wie können wir da zusätzlich Transparenz schaffen? Wie können wir dieses Vertrauen aufbauen? Und es gab ein Projekt aus Toronto, was uns da inspiriert hat, diese Punkte der Datenerhebung mit einer Signaletik erweitern, um eben im öffentlichen Raum den Menschen auch besser vor Augen zu führen, welche Daten
und wofür sie im öffentlichen Raum erhoben werden. Wir haben das, wie gesagt, in einem relativ aufwendigen Prototypen dann durchgeführt. Wir haben eine Signaletik entwickelt, also konkrete Symboliken aufgebaut, die an den entsprechenden Stellen in der Stadt, wo Fahrräder, wo Fußgänger, wo Autos, wo Luft und so weiter gemessen wird, und diese Punkte mit zusätzlichen Informationsplakaten erweitert, die, wie Sie hier sehen, dann auch jeweils mit dem QR-Code auf eine Plattform verweisen, wo auch beschrieben wird, welche Daten aktuell dort erhoben werden und für was die Stadtverwaltung respektive die Statistik Stadt Zürich oder die Verkehrsbetriebe diese Daten tatsächlich einsetzen. Also dieses Projekt ist gerade durchgelaufen. Es wird dem Stadtrat jetzt evaluiert vorgestellt und wir hoffen natürlich, dass das auch langfristig in die Praxis übergeht, weil es waren tatsächlich neben den konstruktiven Learnings auch sehr, sehr positive Rückmeldungen aus der Bevölkerung, die sich dadurch tatsächlich auf eine Art abgeholt gefühlt haben von der Stadtverwaltung. Und dieser Vertrauensaufbau, wie wir wissen, ist natürlich nicht nur im Smart City Kontext von höchster Bedeutung für eine funktionierende Stadt in Zukunft. Das zweite und letzte Nebenprojekt, was ich vorstellen möchte, ist das Programm DigiPlus. Das ist ein Programm, was direkt aus der Erfahrung in der ersten Phase der Corona-Pandemie gestartet ist. Da hat der Stadtrat von Zürich ein Programm beschlossen oder die Entwicklung eines Programms beschlossen, nämlich für 5 Jahre ein Gefäß aufzubauen, was ganz konkret die Digitalisierung der Dienstleistungen und internen Prozesse in der Stadt unterstützen soll. Das funktioniert zufriedenstellend, das funktioniert gut, aber wir haben in der Pandemie auch hier gelernt, dass es dort noch Luft nach oben gibt. Und der Stadtrat hat entsprechend diesen Auftrag erteilt und hat dort, und es ist kein Novum, aber es ist doch etwas Besonderes, mit der Entwicklung einerseits Smart City betraut und andererseits die OIZ, das ist die Organisation für Information und Informatik in Zürich, die sich um die IT-Themen kümmert. Also wir haben gemeinsam haben zwei Dienstabteilungen an einem temporären Programm gearbeitet. Sie sehen das hier in dem Schaubild. Der Auftraggeber ist der Stadtrat. Also es wird wirklich top-down auch evaluiert und begutachtet. Die Realisation wird aber über ein temporäres virtuelles Projektteam umgesetzt, was aus zwei Dienstabteilungen, aus zwei unterschiedlichen Departementen funktioniert. Und das hatte ich ja eingangs erwähnt, Ziel von Smart City ist es am Ende auch, diese Dienstabteilungen zu vernetzen, um tatsächlich dieses altbekannte Gefäßdenken und Silo-Denken zu überwinden. Und dieses Programm wurde mittlerweile bewilligt. Wir sind am Rekrutieren und über 5 Jahre möchten wir unter anderem diese 3 Ziele mit DigiPlus erreichen. Wir möchten einerseits diese Potenziale, die durch den Einsatz digitaler Anwendungen in den Dienstabteilungen existieren, proaktiv den Dienstabteilungen zur Verfügung stellen, damit sie die auch entsprechend frühzeitig einsetzen können. Wir möchten ganz konkret Prozessoptimierung und Neugestaltungen unterstützen. Es gibt insgesamt 12 verschiedene Maßnahmen, die diese Transformation ermöglichen sollen. Und wir wollen natürlich auch die Mitarbeiterinnen methodisch, aber auch im allgemeinen Wissensgrad helfen, mit diesen neuen Rahmenbedingungen umzugehen. Und dafür wurde, und damit schließe ich dann auch schon sehr gerne, ein Digitalpakt vor 2 Wochen verabschiedet. Das war der erste Output aus diesem DigiPlus-Programm. Das ist ein Stadtratsbeschluss, mit dem nochmal alle Direktorinnen und Direktoren der einzelnen Dienstabteilungen sich feierlich dazu bekennen, dieses Thema auch entsprechend auf ihre Agenda zu setzen. Und den Mitarbeiterinnen wird dann mit auch ein Dokument, eine Vereinbarung zur Verfügung gestellt, auf die sie sich beziehen können, wenn sie eigene Initiativen anstoßen möchten. Das in aller Kürze zu der Idee von Smart City Zürich, von unseren Leistungen, unseren Innovationswerkzeugen und mit DigiPlus und der Transparenz im öffentlichen Raum. 2 Themen, die wir aus Smart City als Schnellboote nebenan sozusagen ins Wasser gesetzt haben und hoffen, dass sie noch eine Zeit lang durch die Limmat düsen. Danke vielmals.
Dankeschön nach Zürich. Wir hören wirklich sehr ambitionierte Pläne, die Sie da aufgelegt haben. Wir hoffentlich können wir da nächstes Jahr vielleicht nochmal drauf schauen, was denn da tatsächlich draus geworden ist. Dankeschön für den Moment nach Zürich. So, und von der Schweiz schauen wir jetzt tief in den deutschen Westen, wo nicht nur die Sonne verstaubt, nein, es ist, wie Herbert Grönemeyer schon wusste, viel besser, als man glaubt. Die Frage ist allerdings, ist das auch in Sachen Digitalisierung so? Ja, das sagt uns jetzt Dennis Kütschek, Chief Digital Officer der Stadt Bochum. Schön, dass Sie zugeschaltet sind. Guten Tag. Hallo zusammen. Ja, vielen Dank, dass ich hier vortragen darf und ich hoffe, der eine oder andere von Ihnen, von euch, hat jetzt einen kleinen Ohrwurm. Bochum von Herbert Grönemeyer kann man immer hören. Absolut. Und deswegen habe ich es hier auch als Titel verwendet für meine kleine Präsentation. Weil ich glaube, die Überraschung, dass Bochum beispielsweise auf Platz 7 des Smart City Index des Bitkom gewählt wurde, hat tatsächlich den einen oder die andere eher überrascht. Wir hatten heute Morgen auch ein Panel, wo unser Oberbürgermeister das schon ein bisschen erklären konnte, was wir in Bochum machen und warum wir vielleicht auch Smart City und digitalisierungstechnisch hier gut aufgestellt sind. Da möchte ich nochmal hin und auch nochmal das ein oder andere Projekt vorstellen. Und deswegen gilt für uns klar, hier ist es viel digitaler, als man glaubt. Und wir haben eine ganze Menge in Bochum schon umgesetzt und sind natürlich auch in der weiteren Umsetzung, die, wo wir glauben, spannende Sachen für auch das gesamte Bundesgebiet, vielleicht auch für andere europäische Partner umgesetzt zu haben, auf die man schon schauen kann. Also Bochum, die smarte Blume hier im Ruhrgebiet. Woher kommen wir? Ich will gar nicht zu lange auf irgendwelchen Strategien oder Konzepten rumreiten, nur für das Verständnis ist es, glaube ich, schon ganz wichtig. Wir haben in Bochum eine Bochum-Strategie, die gibt das Ziel aus, wir wollen Vorreiterin modernen Stadtmanagement sein in allen Bereichen, das heißt von der Verwaltung bis zur intelligenten Müllabfuhr. Und wir haben da im letzten Jahr noch eins draufgesetzt, beziehungsweise in diesem Jahr, und haben ein Smart City-Konzept entwickelt. Und dieses Smart City-Konzept haben wir nicht nur als Stadt entwickelt, sondern gemeinsam mit dem gesamten Stadtkonzern. Und das ist etwas, was wir in Bochum ganz hoch halten, gemeinsam an Dinge ranzugehen, nicht in Silos. Das Wort ist wahrscheinlich eines der meistgenanntesten Wörter, die auf dieser Konferenz hier verwendet werden, sondern eben übergreifend und auch funktionsübergreifend. Eine Stadt ist ja heute sehr arbeitsteilig organisiert. Es gibt unterschiedliche Unternehmen, die unterschiedliche Aufgaben erfüllen, die irgendwie was mit Stadt zu tun haben, für den Bürger, für die Bürgerin da draußen auch häufig zusammen gedacht werden. Und deswegen haben wir immer gesagt, wir trennen das nicht voneinander, sondern für uns kann Smart City, kann Digitalisierung in Bochum nur gemeinsam erfolgen. Und deswegen sind auch die Projekte und die Beispiele, die ich hier mitgebracht habe, aus allen Bereichen des gesamten Konzerns, ob Stadtwerke, ob Mobilitätsdienstleister Bogestra und der Wirtschaftsentwicklung und oder der Stadtwerke. Was uns vielleicht auch ein Stück weit besonders macht, und hier kann ich nur raten, machen Sie das in Ihren Städten vielleicht auch so. Wir haben ein gemeinsames Smart City Team geschaffen. Die Logos sehen Sie alle abgebildet. Also wir haben eine Menge Leute dazu gebracht, das Thema gemeinsam zu denken, aber jetzt auch gemeinsam zu bearbeiten. Also nicht nur ein Arbeitskreis, der sich einmal im Monat trifft, sondern wir haben gesagt, wir müssen das Thema viel intensiver angehen. Wir haben ein eigenes Team geschaffen, was quasi ja Vollzeit an dem Thema Smart City gemeinsam arbeitet und eben auch die gemeinsamen Ideen für eine Digitalisierung einbringt. Wo hat einer unserer Partner vielleicht schon mal etwas besonders gut gemacht? Was können die anderen kopieren, nachmachen? Wo kann man gemeinsam etwas angehen, um Kosten zu sparen? Wo kann man gemeinsam etwas angehen, um die Services für die Bürgerinnen und Bürger zu erhöhen? Das soll in unserer Smart City Innovation Unit, so haben wir das ganze Projekt getauft, vorgedacht werden. Damit soll unsere Strategie weiterentwickelt werden. Aber das ist auch unser Projektteam, mit dem wir in die Umsetzung von ganz vielen verschiedenen Projekten gehen werden. Wir sind im Mai gestartet, komplett remote, auch dank Corona. Das hat wunderbar geklappt und sind jetzt in der Lage, auch viele Projekte hier von hier aus umzusetzen in dieser Smart City Unit und eben gemeinsam im ganzen Stadtkonzern. Das soll es auch schon mit der Vorrede gewesen sein. Jetzt möchte ich auf ganz konkrete Projekte eingehen, damit man sieht, dass Bochum ebenso digital ist, wie es die Überschrift des Titels oder dieses Vortrags dann auch angedeutet hat, wo ich mir die Latte vielleicht auch ein bisschen hochgelegt habe. Was haben wir also gemacht? Eine kleine Auswahl aus dem Bereich Stadt. Wir haben einen komplett neuen Internetauftritt mit bochum.de. Ich glaube, einen sehr schönen und modernen Auftritt,
der auch eine Suche, also sehr userzentriert die Informationen, die Bochum zu bieten hat, zu unterschiedlichen Dienstleistungen in den Mittelpunkt stellt. Es ist explizit keine Seite, die großes Marketing betreiben möchte, das heißt, wo Projekte der Stadt oder so im Fokus stehen, sondern es geht ganz klar um Dienstleistungen, weil wir glauben, das ist das, was die Bürgerinnen und Bürger interessiert, was wir auch eruieren können, wenn wir uns die Klickzahlen angucken, wenn wir analysieren, was die Leute an diesem Internetauftritt nutzen. Wir haben ein eigenes Startup gegründet mit unserer Wirtschaftsentwicklung, die Shift Digital GmbH, die mit uns an der Digitalisierung der Verwaltung arbeitet. Wie können wir Prozesse digitalisieren und Prozesse auch komplett ohne Medienbrüche abbilden? Da werden wir jetzt ab 1.11. in die Pilotierung gehen und sind total gespannt, wie dieses Tool auch Kultur in unserer Verwaltung verändern wird. Wir haben einen Mängelmelder eingeführt, wir haben die 115 als Behörden-Hotline eingeführt, wir haben einen digitalen Prozess, um Projekte in Bochum einzureichen, die über einen Bochum-Fonds auch finanziert werden können, sodass Bürgerinnen und Bürger vor Ort Projekte umsetzen können, die ihnen wichtig sind. In ihrer Nachbarschaft vor Ort. Also wir befähigen auch die Menschen in Bochum, sich selbst für die Stadt zu engagieren, weil wir glauben, dass das auch Bochum ausmacht. Also es ist die Bochumer DNA. Wir nennen das Wir-Gefühl, dass wir gemeinsam diese Stadt voranbringen. Wir haben ein Kita-Portal, in dem die Bürgerinnen und Bürger eine Voranmeldung für ihre Kindertagespflege machen können. Also im Bereich Verwaltung haben wir eine ganze Menge auch gemacht und sind natürlich gerade sehr stark dabei, unser Serviceportal neu aufzubauen, um ganz viele Dienstleistungen dort reinzubringen, das Online-Zugangsgesetz umzusetzen, um das es ja hier auch gestern bei dieser Veranstaltung gab. Aber nicht nur in diesem Bereich sind wir sehr aktiv, sondern auch in vielen weiteren Bereichen, die das Leben der Menschen vielleicht auch in häufigen Fällen viel, viel direkter und viel, viel täglicher treffen, als es der Kontakt und die Interaktion mit der Verwaltung ist. Und das ist ja das, was Smart City ausmacht, nämlich dieser übergreifende Blick, gemeinsam zu schauen, wie machen wir das Leben für die Menschen in der Stadt einfacher. Und ich bin fest überzeugt, man braucht gar nicht immer die innovativsten Ideen, sondern man muss sich ganz klar nutzerorientiert fragen, was wollen die Bürger, wie wollen sie beispielsweise bezahlen, wie wollen sie sich bewegen in einer Stadt, wie wollen sie in einer Stadt leben. Und auf diese Fragen muss man Antworten geben und ich glaube, dass digitale Lösungen uns hier ganz viel nach vorne bringen können und helfen können. Wir haben deswegen zum Beispiel in Bochum Elektrobusse und ich bin immer wieder überrascht, unser Büro ist natürlich mitten in der Innenstadt, wenn ein Dieselbus durch die Stadt fährt und wenn anschließend ein Elektrobus durch die Stadt fährt, es ist Wahnsinn, was für ein Geräuschunterschied das ist. Und das macht natürlich Leben in Bochum lebenswerter. Nicht nur Emissionen, Schadstoffe werden verringert lokal, aber natürlich auch Geräuschemissionen. Und das ist echt spannend. Man kann sich unterhalten. Neben einem Dieselbus kann man sich nicht unterhalten. Neben einem Elektrobus kann man das definitiv. Und das macht unsere Stadt lebenswerter. Deswegen ist es, finde ich, ein ganz, ganz tolles Projekt, was wir hier in Bochum haben. Wir sind sehr stark im Bereich Mobilität unterwegs. Das wurde auch im Bitkom-Ranking so anerkannt. Da haben wir den 3. Platz bundesweit, was man vielleicht auch nicht unbedingt vermuten würde, wenn man auf Bochum schaut. Aber wir haben zum Beispiel unsere Parkhäuser, sind so gut wie alle in städtischer Hand. Und wir haben uns ganz stark überlegt, wie können wir diese Parkhäuser digitalisieren? Welche Angebote können wir den Menschen machen? So haben wir zum Beispiel Kennzeichenerfassung eingeführt. Das hört sich jetzt oder ist vielleicht ein negativ belastetes Wort für einige, aber es hilft Dauerparkern, ohne das Anhalten an der Schranke, Fenster runterkurbeln, sich aus dem Fenster lehnen, wenn man mal nicht so nah dran gefahren ist oder vielleicht zu nah dran gefahren ist und dann Kratzer im Seitenspiegel zu haben, in unsere Parkhäuser rein und auch wieder rauszufahren und eine automatisierte Abrechnung zu bekommen. Und da wir im Bereich Parken sehr stark aufgestellt sind, haben wir On-Street- und Off-Street-Parken miteinander verbunden und konnten hier den Bürgern einiges an Mehrwert bringen. Zum Beispiel auch die einfache Parkplatzsuche hier mit einem Partner ParkNow. Wir haben aber auch alle über 150 Parkscheinautomaten in Bochum so digital angebunden, dass man überall kontaktlos zahlen kann, dass man auch mit Apple Pay, mit Google Pay und wie sie alle heißen, parken können. Das heißt, das Kleingeld im Handschuhfach gehört in Bochum eigentlich der Vergangenheit an, weil man sehr, sehr bequem per App, aber auch eben an den Automaten bezahlen kann.
Und ich glaube, das hört sich jetzt erstmal nach vielleicht nichts so Besonderem an, aber wenn man sich auch viele andere Städte anguckt, dann ist das Kleingeld doch noch notwendig. Und deswegen sind es, glaube ich, manchmal wirklich diese kleinen Sachen, die den wirklichen Mehrwert für die Bürgerinnen und Bürger bieten, wenn sie zum Beispiel in die Innenstadt fahren, das eben mit einem Elektrobus zu holen, der deutlich leiser ist, oder aber auch, wenn sie mit dem Auto kommen, idealerweise ein Elektroauto, wir bauen natürlich auch Elektroladesäulen hier stark aus, aber auch den ganzen Prozess rund ums Parken möglichst digital und einfach zu gestalten. Wenn die Menschen mit dem ÖPNV kommen, dann können wir ihnen auch hier ein tolles Angebot bieten. Wir haben flächendeckendes Wi-Fi im ÖPNV, in den Bussen, in den Bahnen, auch in den unterirdischen Stationen im ÖPNV. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil die Menschen, wir kennen das alle, wir hängen alle viel am Smartphone, vielleicht wir hier als Digitalisierer besonders viel, zumindest geht es mir so. Und gerade in unterirdischen Haltestationen ist es manchmal ja doch mit dem deutschen Mobilfunknetz etwas schwieriger. Hier bieten wir Wi-Fi an, um den Menschen auch da eine nahtlose Erfahrung zu geben, sodass sie, wenn sie im ÖPNV sind, und das ist sicherlich ja auch der Vorteil zum Auto, mal aufs Handy schauen können und durchgehend eine Verbindung haben. Last but not least, was ich hier auch nochmal mitbringen möchte als ein Beispiel, ist, dass wir auch solche Dinge wie Last-Mile-Logistik in Bochum denken. Wie können unsere Händler vor Ort einen gemeinsamen Lieferservice aufbauen? Hier auch noch realisiert mit Elektrolasträdern, die die Lieferung same day, also ähnlich wie beim großen Giganten Amazon in Bochum liefern können, wo man Bestellungen, die man über einen Bochumer Marktplatz oder auch in den Geschäften direkt aufgibt, am selben Tag noch geliefert bekommt. Und das sind für uns alles tolle Beispiele, wie wir Bochum in den letzten Jahren immer ein Stückchen smarter gemacht haben. Vielleicht nicht die Rocket Science Projekte hier in den Vordergrund gestellt haben, sondern wirklich hands-on an die Probleme herangegangen sind, die den Bürgerinnen und Bürgern unter den Nägeln brennen, wo sie wirkliche Mehrwerte im täglichen Leben haben. Und das finde ich ganz, ganz spannend an Bochum. Und da werden wir auch ganz viel weiteres in den nächsten Monaten und Jahren dann voranbringen. Und vielleicht deswegen ein kurzer Ausblick. Bochum ist eine der Modellkommunen im Bereich Smart City, die vom BMI gefördert werden, also vom Bundesministerium des Inneren. Und hier haben wir einige Projekte mit reingebracht, die wir jetzt in der nächsten Zeit sehr tatkräftig umsetzen wollen, auf das wir uns total freuen und wo wir jetzt vorangehen werden. Ich habe ein paar Sachen mitgebracht. Natürlich stellen wir uns auch die Frage, wie gehen wir mit Daten um? Das ist ja heute ja auch schon ganz oft besprochen worden. Das habe ich viele Inputs sehr interessiert verfolgt. Wir müssen natürlich in die Vernetzung auch unserer vielen Projekte gehen. Ich glaube, das ist die nächste Ausbaustufe der Smart City in Bochum. Wir haben die Akteure schon miteinander vernetzt. Jetzt müssen wir die Services und gegebenenfalls auch die Daten miteinander vernetzen, um nochmal Mehrwerte darauf abbilden zu können. Wie können wir vielleicht die Services auch noch stärker für die Bürgerinnen und Bürger zusammenbringen in einer App? Wie können wir Themen wie Probleme im Stadtbild, Stichwort Mängelmelder, noch besser und auch für den Nutzer angenehmer in Bochum implementieren? Aber auch der ganze Teil Beteiligung, den ich gerade bei der Stadt Zürich total spannend und schön fand, wie man das angeboten hat, den möchten wir in Bochum stärken, die Menschen stärker mitnehmen über eine digitale Beteiligungsplattform, aber auch über Stadtlabore mit ihnen gemeinsam darüber nachdenken, wie wir Digitalisierung voranbringen, wo ihre Painpoints in Bochum sind und wie wir das vielleicht mit technischen Mitteln, vielleicht aber auch einfach mit intelligenter Stadtgestaltung, auch das ist Smart City für uns, lösen können und wie wir das Leben in Bochum lebenswerter machen. Und ein Punkt, den haben wir hier noch farblich etwas hervorgehoben, ist der Bereich IT-Sicherheit. Wir haben in Bochum einen tollen IT-Sicherheitsstandort, mit dem wir das Thema Smart City auch gemeinsam denken sollen, weil eine Smart City ist nur so lange interessant und auch gewinnbringend, wie sie auch sicher ist. Und ich glaube, das ist etwas, was wir als Bochumer Weg der Smart City auch so verstehen. Für uns wollen wir IT-Sicherheit und Smart City sehr, sehr eng beieinander denken und zusammendenken und damit Bochum voranbringen und lebenswerter machen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und besuchen Sie uns gerne in Bochum. Lohnt sich immer. Vielen Dank für diesen ganz spannenden Vortrag. Wir hören also, nicht nur in Zürich passiert viel, auch in Bochum wird viel geplant in Sachen Digitalisierung. Dankeschön für diese spannenden Einblicke.